Was Lukas anbetrifft, er arbeitet sehr engagiert, sehr diszipliniert und fokussiert. Wir sind dort sehr zuversichtlich, dass er vielleicht früher zur Mannschaft stoßen kann als noch vorhergesehen, ja, als geplant. Was Benjamin anbetrifft, ja, man sieht, dass er nicht zu Unrecht Weltmeister geworden ist. Er hat Qualitäten auf zwei Positionen, die er bespielen kann, in der Innenverteidigung, aber auch dann auf den Außenverteidigerpositionen oder auch auf der Außenverteidigerposition. Ja, wir haben einen großen Kader mit tollen Spielern. Es wird auch auf dieser Position oder auf seinen Positionen nicht leicht werden zu entscheiden, wer wie wo wann spielt. Der Fiete hat es sehr gut gemacht in den beiden Spielen. Natürlich wissen wir, dass es jetzt nicht unbedingt seine Position ist, wo er aufgewachsen ist, wo er ausgebildet wurde, aber wir wollen diese Vorbereitungsspiele nutzen, nicht nur ihn auf verschiedenen Positionen zu sehen, sondern auch andere Spieler. Man sieht ganz klar, er weiß, wo er hingekommen ist, zum FC Bayern München, einen großen Club mit tollen Spielern, mit tollen Persönlichkeiten. Sein Engagement ist sehr groß, sowohl im Training als auch in den Spielen. Er bemüht sich, versucht dort alles richtig zu machen. Also er macht es gut und schauen wir mal, was die Zukunft bei ihm dann auch noch bringen wird.